So, meine lieben Nasen und Näsinnen. Galopp, 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 puff. Galopp, 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 puff. So, willkommen zurück bei The Legend of Zelda. Ich habe mir zwischen den Folgen gerade ein bisschen was zwischen die Binden geschoben. Ich hatte echt ein bisschen Hunger. Yep. Yep. Oh, Money. So, wir haben das letzte Mal den Ostpalast erfolgreich bestritten. Wir haben das Amulett des Mutes errungen. Und jetzt begeben wir uns natürlich auf den Weg, auch noch die andere zu haschen. Aber davor, da wir jetzt ja etwas besser ausgerüstet sind, wie man sieht. Jep, so mit Bogen und Bomben und einem Pegasus-Rennschuh. Aua, aua, aua. Deine Mutter ist ein Miffy. Wollen wir doch erstmal ein bisschen hier die Gegend abklappern? Vielleicht finden wir irgendwas Tolles. Hm, vielleicht finden wir ja irgendwas Tolles. Mal gucken. Da schon mal nicht, weil ich kann nämlich nur hier schwimmen. Apropos schwimmen, ich könnte theoretisch... Theoretisch... Aua! Gibt dem... Kurz die Fixits. Ah! Was ist denn mit euch los? Ich könnte theoretisch mal gucken, wegen dem Zora-Schatz. Die haben mir gesagt, ja, die Zoras, die haben einen tollen Schatz für dich. Papapa. Muss ich mal gucken, wo die waren. Ja. Ja. Manni. Au. So, weil hier in der Gegend waren wir, glaube ich, noch überhaupt nicht. Ah. Ja. Das kann ein bisschen dauern. Ja, dann machen wir es halt auf die alte Methode. Einfach zu klump schlagen. So. Was steht da drauf? Magie Shop. Wasserfall. Wasserfall der Wünsche klingt doch okay. Weil, ich meine. Wünsche haben wir viele und Wasserfall klingt nach Zora. In dein Gesicht. Oh, ganz viel Magie braucht man gerade nicht. Oh, guck mal, die Hex. Die Hex. Da ist sie, die alte Hex. Und was sprichst du so? Ei, 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 die Hexerei ist schon eine Plackerei. Muss ich hier am Feuer stehen und nach meinem Kessel sehen, rühre ich ein Pilzgebräu. Dieser Saft belebt dich neu. Oh, da war jemand im Busch. Willkommen im Magieshop. Der Wasserfall der Wünsche liegt direkt vor Ihnen. Aha, ich sehe hier einen Baum und einen Garten. Er lügt doch. Was gibt's da drin? Der rote Trank ist das Lebenselixier, der grüne das Zauberelixier und der blaue erneuert sowohl Lebens- als auch Zauberkraft. Ein super Elixier. Wie wäre es mit einem Schluck vom roten gratis? Wohl bekommen Sie. Ja, gerne. Ich habe eine Flasche frei. Gib mir. Ah. Ey, ich hab gratis gesagt. Die hat gesagt, gratis. Ich hab trotzdem gezahlt. Beschiss. Oder hätte ich mich geheilt, wenn ich da jetzt verletzt gewesen wäre? Das kann natürlich auch sein. Ah, Gemeinheit. Immer diese Trickbetrüger. Selbst hier im Hyrule. Okay, da komme ich noch nicht vorbei. Verdammt. Da habe ich gedacht, ich kann mir jetzt ja schon mal meine schönen Schwimmflüsseleins holen, damit ich ein bisschen durch die Gegend tümpeln kann. Nix da. Schweinerei. Hopp, hopp, hopp. So. Ach, lasst mich doch einfach in Ruhe. Da. Und das Schild.
Oh, Pfeil. Na, ah, Mist. Jetzt sind sie weg. Höhe. Da. Whee. Oh, verdächtig. Platsch. Oh, klingt nach Fee. Hola, Senora. Ja, brauche ich dich gerade nicht. Ja, und einfach die Tür hier, die mir zuschlagen. So, verpiss dich. Puh. Ist ja nett. Oh, ein Friedhof. Jupp. Dong. Irgendwelche konnte man anrempeln, das weiß ich noch. Aber welche? Frag mich nicht. Mann. So. Nein. 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 Ich tendiere mal dazu, dass es der da oben ist. Aber da komme ich noch nicht hin, weil ich noch keine tollen Handschuhe habe. Also zum Tragen. Weil Link ist sich ja zu fein, irgendwelche Sachen mit seiner bloßen Hand anzufassen. Deswegen braucht er immer irgendwie Tragehandschuhe, Krafthandschuhe und so. Ne? Ach, Kinders, geht mal nicht auf den Sender jetzt. Hui. Hui. Ich habe ja in den vorherigen Folgen, ich glaube vor 2 Folgen war das, haben wir ja unten, unter diesem schönen Dörfelein, ne, gab es doch diese Bibliothek, wo dieses Buch auf den Regalen lag. Mhm. Ihmchen hier. Gut, gehen wir hinten rum. Hopp. Ne, dadurch, dass wir jetzt natürlich unseren Chappa. Patangs. Bekommen wir jetzt ein tolles Buch. Und zwar. Du hast das Buch Modora. Damit kannst du die alte Sprache der Hylia verstehen. Ne? Weißt du? Kennst dich aus? Ich habe das Buch Modora und kann jetzt Hylianisch und so. Zumindest. Übersetzen. Ja, da stehe ich dann so da wie irgend so ein. Tourist irgendwo in einem fremden Land. Can you please tell me? Blätter. Where the train station is, please. Hm? Oh. Alle lachen einen aus. train station. Tschüss. Tschüss. So, ich habe keine Zeit für euch. Lästiges Geblage. Hui. Ach, da unten ging es ja auch noch rum. Moment. Hui. Oh, diese Geier, die gehen mir auf den Sack. Au. Toll gespielt. Ganz gut gemacht. Jo, irgendwo war doch hier ein Bomb. Da, genau. Hier guckst du. Ne? Hab ich nur gut erinnert. Aha. Gewürm. Nimm das, Gewürm. Gott. Das geht wieder dieses Zielschießen los, was das, was ich überhaupt nicht kann. Ich habe keine Pfeile mehr. Wieso habe ich keine Pfeile mehr? Was soll denn der holen? Ja, und das. Ich brauche wieder Pfeile. Na, bist du für einer? Das muss aber unter uns bleiben, verstanden?
300 Öcken! Alter! Und Bomben! Schön! Und noch mehr Geld! Und noch mehr Geld! Und... Oh, Pfeile, sehr wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber 300 Öcken, was will ich mit dem ganzen Geld jetzt? Mein Jott, da kann ich euch mal einladen, du. Well. Au. Ein paar Herzchen, wenn ich... Nein, ich hab's gemacht. Ja, die grünen Typi-Lines, Schleimi-Lines, die stehen nämlich unter Strom. Und da habe ich einfach mal aus dem Affekt, musste ich da einfach mal... Ja, geh weg. So. Garstiges Lückentier. Nein! Was ist denn jetzt los? Aha, so kann ich sie. So kann ich sie. Scheiße. Die wollte ich eigentlich... Die wollte ich jetzt eigentlich aufsammeln, aber nein, ne, habe ich natürlich verpennt. Au, was ist denn... Ich stelle mich jetzt aber auch an wie der letzte Depp. Wahnsinn. Mann, 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 Mann. Das führt heute zu nichts, das merke ich schon. Hast du gesehen, Hutenmanzora? So sahen die damals aus. Also nicht irgendwelche blauhäutigen oder bunten Haifisch-Typen, ne? Wie jetzt bei den neuen Spielen? Nee, nee. Die waren echt hässlich. Schwupp. Schwupp, schwupp, schwipp, schwapp. Ach komm, da wird doch irgendwo ein Herzchen drin sein. Ich will doch nur geheilt werden. Ich mag es nicht, irgendwie halb kaputt durch die Gegend zu laufen. Tötel, der Tötel, der hängen. Hui. Oh, jetzt schon? Du hast den magischen Eisstab gefunden. Seine kalte Magie zerschneidet die Luft. Achte auf deine Magie, Ansei. Ich hab den Eisstab. Geil. Guckst du hier? Tja, haben wir dann gleich draußen mal bei so einem Gegnertierchen? Hier, hier. Ey, du. Na toll. Kann ich die hochheben und kann ich die gegenschweichen? Oder ich kann sie jetzt kaputt schlagen. Ist echt toll. Aber das Ding schluckt echt viel Magie. Nein! Boah, was macht die für Schaden? Ich hatte noch zwei Herzchen. Ich hatte noch zwei Herzchen. Ihr habt Stokes, ich hab doch noch zwei Herzchen gehabt. Ich war doch noch echt gut beieinander. Machen die echt so viel Schaden, ihr Kuschen. Krabbenviecher, das ist ja nicht so nett. Oh, was ist denn? Geht alle weg, das ist mein Haus, das ist mein Boden, das ist mein Land. Haut ab. Aber glücklicherweise, ne? Weiß ich ja. Muss hier ein paar. Wie, Flasche voll. Was habe ich da noch in der Flasche? Ach, dieses kackrote Elixier, das braucht doch keine Sau. Ich will das loswerden. Moment, ich muss mich mal kurz verletzen. Irgendwo, irgendwann, an irgendwem. Hey du. So. Seid ihr wieder da? Fehleins. Sehr schön. Also ich weiß auf jeden Fall jetzt schon mal fest, wo es eine gute Möglichkeit gibt, seine Feen wieder aufzustocken. Das ist schon mal gut. Das ist wertvoll.
Lass mich. Geh ich halt hinten rum. Ob sie doch immer so scheiß viele Gegner, das ist ja schlimm. Jo. Was gibt es hier noch? Nichts. Da bräuchte ich erst den Hammer. Den Hammer habe ich aber noch nicht. Jui. Was? Wie, weshalb so Schneider? Was war das jetzt? Okay, erstmal. Bomben, erstmal das Wichtigste. Ja, geh weg. Dann mal raus. Und nochmal rein. Ne, und irgendein fleißiger Hausmeister hat jetzt natürlich die Steinchen wieder zurückgeschoben. Ne, der wird sich auch sehr ärgern, wenn da jetzt so ein Schlumpf reinkommt und seine Steinchen verschiebt. Links, rechts, links. Ich glaube, der hier. Yep. Ne, den anderen ziehe ich erst wieder gar nicht. Ne, will ich nicht, mag ich nicht. Passiert ganz bestimmt irgendwas Schlimmes. Nee. Oh! Uiuiuiui. Ein Herzteil. Sehr schön. Kann man das irgendwo gucken? Ja, unten hier. Ne, siehst du? Unten rechts 2 von 4 Herzteilchen. Ein Stufe 1 Schwert, ein kleines blaues Schild und ein grüner Jogginganzug. Ne? Weil alle mögen Jogginganzüge. Okay, das ist auf nix. Was ist hier drin? Ach, eine Fee, sehr gut. Gut zu wissen, falls ich hier ein bisschen lediert ankomme. Yep. Und ab in der Wüste. Ich kann mich noch grob erinnern, dass die Wüste echt furchtbar ist. Weil hier überall so, genau, diese ekelhaften Sandleute hier auftauchen. Oh, da hast du oben hast du gesehen? Ein Herzteil. Ja, hier. Ich will's haben. Aber ich komm noch nicht ran. Geh weg. Irgendwo war doch hier noch eine Höhle. Genau. Ein Höhlchen. Hui. Gibt's da was? Ach, sag bloß. Dies ist das Buch, Modora. Mit ihm kannst du die Sprache der Hylia übersetzen. Ja, ich weiß, das hat mir vorhin schon jemand zugerufen. Die Stimme aus dem Off. Was gibt es da? Eine Kiste. Ein Herzteil. Ich bin begeistert. Oh, das heißt, wenn wir das da oben auf dem Hügel noch finden, kriegen, hätten, täten, dann kriegen wir noch ein Herzchen dazu. Das wäre ja. Oh, wäre das toll. Und dann hätten wir ja mittlerweile dann 6 Herzchen und dann, das heißt, wir hätten 6 Herzchen, das heißt, wir hätten dann doppelt so viel wie am Anfang, obwohl wir gerade mal das Spiel angefangen haben. Oh, ist ja toll. So. Schnauf. Ha. Was wir gelernt haben, das Buch Modora lässt uns Sachen übersetzen. Hm? Achtung. Sprich vor dieser Steinplatte einen Wunsch aus, wirst du erhört. Öffnet sich der Weg. Krop. Cool. So, jetzt ist hier offen. Ich gebe auf meinen trusty old Boomerang. Ne? Braucht keine Munition und ist relativ nützlich. Und damit sind wir im Sandpalast.
Okay, die können wir zum Glück schon mal nichts. Das heißt, ich werde hier ein kleines Päuschen machen. Und in der nächsten Folge gehen wir dann diesen sandig, staubig, bröseligen Palast an. Hätte ich gesagt, bis dahin lasst es euch gut gehen. Ich freue mich wie immer aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Tschüssi.